Es hat sich tatsächlich in letzter Zeit was getan, wenn man Daten analysiert. Und das hängt viel damit zusammen, wie viele Daten ich wirklich habe. Wenn ich nur hunderte Daten habe, brauche ich eigentlich gar keine Analyse machen, dann mache ich ein bisschen Excel und bin fertig. Wenn ich tausende, zehntausende Daten habe, dann habe ich den ganzen Werkzeugkasten der klassischen Statistik, des klassischen maschinellen Lernens. Und dann hat sich aber etwas getan, wenn ich Millionen, Milliarden von Datenpunkten habe, können plötzlich neue Technologien auch sehr interessante neue Muster aus den Daten ziehen, an die man vorher gar nicht gedacht hätte. Insofern ändert sich beispielsweise die Arbeit vom Datenanalyst. Tatsächlich ist es aber so, alle Verfahren im Kern basieren wieder auf irgendeiner Art von Statistik, die immer geschickter, immer komplexer zusammengebaut wird, vielleicht auch vom Bedienern gar nicht mehr nachvollziehbar ist, deshalb manchmal intelligent scheint, aber eigentlich immer alles auf dem alten Fundament der theoretischen Statistik beruht.